Abend. Dankeschön. There once was a ship that puts a sea. The name of the ship was the Billy O.T. Winds blew hard, her bow dipped down below. My bully boys blow. Soon may the weller man come, bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. Hey! Entschuldigung, was soll das? Ich hab das... Hey, ich hab... Stopp! Was für ein Albtraum. Und das Schlimmste, er könnte wahr werden. Schon morgen. Ich verbrachte das vierte Semester im Ausland und studierte an der Uni in Maastricht. Das war schon eine tolle Erfahrung, das kann man nicht anders sagen. Zugegebenermaßen dauerte es eine Weile, bis ich mich auf dem riesigen Campus zurechtfand. Ja, und am Anfang hatte ich etwas Probleme mit der fremden Sprache. Aber als ich mich dann erstmal eingelebt hatte, kam ich immer besser zurecht. Die Vorlesungen und die Seminare waren wirklich interessant und passten gut zu den Veranstaltungen an der RWTH Aachen. Zur Vorbereitung auf die Klausuren lernte ich dann in der Bibliothek und nutzte Paulas Alternativgedanken und die Entspannungsübungen, um einigermaßen angstfrei durch die Prüfungsphase zu kommen. Außerdem übte ich fleißig auf meiner Gitarre, denn ich hatte mich von den Leuten aus meinem Wohnheim überreden lassen, am Ende des Semesters bei einem studentischen Benefizkonzert ein Solo zu spielen. Ja, und morgen? Morgen ist es soweit. Ja? Wer bist du denn? Paula, ist für dich. Felix? Was ist los? Wer ist das? Das ist Theo. Mein neuer Freund. Er wohnt jetzt hier. Mann, Paula, wie oft hast du eigentlich einen neuen Typ? Du bist das Semester doch eh nicht hier. Länger hält das eh nicht. Warum rufst du mitten in der Nacht an? Ich hatte einen Albtraum. Ich habe morgen einen Auftritt und ich muss da Gitarre spielen und singen. Und? Mann, Paula, ich muss da vor Publikum auftreten. Ganz alleine. Und die anderen, die da auftreten, die können das alle richtig gut. Das sind so Musikgenies und ich kann da nur so ein bisschen rumklimpern. Und wenn die mich dann alle anstarren und irgendwas à la Ed Sheeran erwarten, dann kriege ich doch keinen Ton raus. Und wenn ich einen Ton rauskriege, dann verspiele ich mich auf jeden Fall und dann mache ich mich total zum Affen vor allen. Felix, du solltest wirklich dringend mal zum Studientraining gehen. Das hilft echt. Theo geht auch hin. Oh, super. Mann, ich hänge hier in Holland und ich muss morgen auftreten. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Okay, pass auf, du machst dir jetzt einen Notfallplan. Was? Ein Notfallplan, in dem genau drinsteht, was du machst, wenn du dich morgen auf der Bühne verspielst. Wenn jemand lacht oder nicht so reagiert, wie du es erwartest. Wenn du einen richtigen Blackout hast. Überleg dir ganz genau, was du dann machen kannst, um aus der Situation rauszukommen. Thank you.
Was kann ich tun, wenn gar nichts mehr geht? Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ich trinke kurz einen Schluck und dann geht's weiter. Prost! Ich mache einfach das Beste draus. Ich habe geübt, meine Finger können das. Ich nehme Zeit, um warm zu werden. Auch wenn ich mich mal verspiele, das ist vollkommen in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich Zweifel habe. Das zeigt einfach nur, dass mir etwas an diesem Konzert liegt. Sollte es doch klappen. Genug, Damen und Herren, im Gitarre-Solo von Felix Klempau. Hallo, da bin ich. Hast du auf mich gewartet? Bin ich zu spät? Geht die Show los? Doch nicht ohne mich. Ich bin extra gekommen, um mir den Spaß anzuschauen. Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Ich muss da jetzt raus. Bist du wahnsinnig? Du willst ja nicht da raus. Du kannst es doch alles nicht. Du schaffst das doch gar nicht. Du bist ja viel zu schlecht. Die werden dich auslachen. Ich kann das Pipi in deiner Hose schon riechen. Du kriegst keine Luft. Du kriegst die Kälte in den Rücken runter, du kriegst kalte Füße. Ich merke das schon. Aber kein Problem. Mach dir keine Sorgen, ich kann dir helfen. Da hinten ist der Notausgang. Wenn du da rausrennst und die Beine in die Hand nimmst und einfach abhaust, brauchst du nicht mehr auf die Bühne. So einfach kannst du das Problem lösen. Nix wie weg. Na komm schon. Ich mach dir auf. Renn weg. Vollgas. Speedy Gonzales. Du hast recht. Ich sollte einfach verschwinden. Ja, das solltest du. Da wirst du merken, dass Abhauen und Vermeiden immer die beste Strategie ist. Was? Ja, wenn du jetzt aufhörst, den Helden zu spielen, die Situation ausweichst und einfach gehst, wozu ich dir raten würde, wird unsere Verbindung immer stärker werden und du weißt gar nicht, wie sehr mich das freuen würde. Und für dich wäre das auch super. Denn es ist immer schön, es fühlt sich immer gut an, einer gefährlichen Situation auszuweichen. Ja, und das ist eine Erfahrung, die du wiederholen solltest. Dann wirst du verinnerlichen, dass du dich solchen Situationen besser nie stellst, sondern vermeidest. Sei froh, dass du mich hast. Ich bin immer an deiner Seite. Du wirst keine Prüfung und auch keinen Auftritt versemmeln, weil du einfach nie antrittst. Wäre das nicht schön? Das wäre auf jeden Fall viel einfacher. Lauf, Forrest. Lauf! Nein, danke. Ich zieh das jetzt durch. Bleib hier. Komm mit. Ich bin auf alles vorbereitet. Was soll ich sagen? Jedenfalls hat keiner mit Tomaten geschmissen. Ich beendete mein Auslandssemester und kehrte pünktlich zum 5. Semester zurück an die RWTH. Aber weil es in Holland so schön war und ich so mit meinem Auftritt beschäftigt war, hatte ich eines völlig vergessen. Im 5. Semester stand ein Berufspraktikum auf dem Studienverlaufsplan. Ja, und ihr dürft dreimal raten, wer sich noch nicht um einen Praktikumsplatz gekümmert hat.
ob ich dann doch noch irgendwo untergekommen bin und ob ich diese verdammte Prüfungsangst in Holland zurückgelassen habe, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Blackout in der Prüfung haben. Erstellen Sie sich vorher einen Notfallplan mit genauen Handlungsoptionen. Was können Sie tun, wenn ein Blackout auftritt? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine wichtige Prüfung. Sie stehen vor dem Prüfungsraum, Angst kommt in Ihnen hoch und Sie gehen nicht rein, sondern Sie melden sich ab und weichen so der Situation aus. Und so lernen Sie, dass es sich gut anfühlt, vor der Angst wegzulaufen. Sie sind erleichtert. Und Sie werden sofort für dieses Vermeiden von Angst belohnt. Das führt dazu, dass Sie immer wieder weglaufen und dass die Angst in ähnlichen Situationen immer stärker wird. Belohnung ist nur kurzfristig. Langfristig geraten Sie in eine sich selbst verstärkende Dynamik der Wiederholung von Angst und Vermeidung. Angst, Vermeidung. Eine Rückkopplungsschleife der Angst. Wenn Sie allerdings einmal die Erfahrung machen, dass Sie diese angstbesetzte Situation aushalten können, ja sogar erfolgreich bewältigen können, zum Beispiel, weil Sie sich richtig gut vorbereitet haben, dann lernen Sie, dass auch ohne Vermeidung die Angst wieder verschwinden kann. Dies führt dazu, dass Sie auch die Angst vor der Prüfung wieder verlieren können. Deshalb nun folgende Aufgabe für Sie. Überlegen Sie sich einen eigenen Notfallplan zum Umgang mit Blackouts. Was können Sie machen, wenn gar nichts mehr geht? Eine Pause einlegen. Durchatmen. Auf Toilette gehen. Alternativgedanken aktivieren. Etwas essen oder trinken. Sich zurücklehnen, sich ablenken, in mündlichen Prüfungen die Frage nochmal wiederholen oder in eigenen Worten formulieren. Alles brainstormartig aufschreiben, was Sie gerade im Kopf haben. Atemübungen durchführen und so weiter. Alle Strategien, die die eigene Aufregung herunterfahren, sind in diesem Moment hilfreich. Das dahinterliegende Modell, die Yerkes-Dodson-Kurve, die kennen Sie ja schon bereits aus dem Filmteil Zweites Semester. Sie können Ihrem Notfallplan auch konkrete Wenn-Dann-Sätze hinzufügen, wie zum Beispiel, wenn ich zu nervös werde, dann nehme ich mir bewusst eine kurze Auszeit und mache 2 bis 3 Minuten meine Lieblingsatemübung. Schreiben Sie sich alle überlegten Strategien auf, alle Wenn-Dann-Sätze und stecken Sie diesen Notfallplan bei der nächsten Prüfung ein. Viel Erfolg!